Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fest steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Mein Führer, als Reichsarzt SS gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Ich melde, der Führer ist tot.